mein Schatz, guten Morgen. Na, auch wach? Ich war offensichtlich noch nicht ganz wach in dem Moment, sonst hätte ich diese Frage nicht gestellt. Entsprechend guckt Lucky gleich auch. Außerdem will sie was zu fressen. Ups, guck. In der Küche ist Futter, du brauchst überhaupt nicht so zu gucken. In Kayakriya bewegt man Arme und Beine gegeneinander. Wenn die Arme nach oben rollen, atmet man ein. Deinen Kopf drehst du im Wechsel, mal nach rechts, mal nach links. Und ein letztes Mal noch. Danach gibst du ganz nah, stellst die Füße auf. Vielleicht hast du das Bedürfnis, die Wirbelsäule etwas in die Länge zu ziehen. Spürst einen Moment nach, wie du dich jetzt fühlst. Und danach wechselst du die Position. Du kommst in den Vierfüßler. Am Anfang wiederholen wir, was wir am Dienstag gemacht haben. Gehen aber heute ein Stückchen weiter. Du bist im Vierfüßler und beginnst mit dem linken Arm einatmend den Arm zur Seite anzuheben und ausatmend den Arm unter der Schulter durchzuschieben. Und wiederholst das im eigenen Atemrhythmus. Wenn du das nächste Mal ausgeatmet hast und auf der linken Schulter liegst, dann hebst du den rechten Arm an und ziehst den rechten Arm hoch. Bleibst in der Haltung, lässt die Hüften über den Knien und atmest in Ruhe weiter. Gut hochziehen. Schließlich, mit der nächsten Ausatmung, stellst du die obere Hand auf, drückst dich hoch und einatmend ziehst du den linken Arm nochmal nach links. Ausatmend stellst du die linke Hand auf und jetzt wechselst du. Direkt zur anderen Seite einatmend den rechten Arm anheben, ausatmend unter links. Durchschieben. Ja, so weit umdrehen wie möglich und dann fortfahren im eigenen Atemrhythmus. Hier genauso, wenn du das nächste Mal unten bist, auf der Schulter liegst, hebst du, richtest dich dort gut ein und hebst den linken Arm. Hüften über den Knien lassen, versuche das Gewicht gleichmäßig zu verteilen. Und dann stelle die linke Hand auf. Drück dich hoch in den Vierfüßler und gehe langsam durch die Tigeratmung. Spüre nach.
Schließlich schiebe dich auf die Zehen in den abwärts schauenden Hund. Laufe einige Male mit den Fersen auf und ab. Und dann zieh das rechte Knie nach vorne, stell den rechten Fuß vorne ab und komm in die Haltung, Gelenk über Gelenk. Einatmend hebst du die Arme locker über vorne oder über die Seiten an und ausatmend rotierst du gegen das vordere Bein, ziehst die Arme auseinander, die Schultern runter und wiederholst das in Ruhe. Und jetzt gehen wir in den Wechsel. Einatmend wieder nach vorne aufrichten und dann ausatmend zur anderen Seite rotieren. Ja? Schwing den Arm, wie du willst. Vielleicht hast du das Bedürfnis, einen Kreis nach unten zu ziehen. Für die Einatmung hier die Arme hoch und dann ausatmend zur anderen Seite. Das vordere Bein versuchst du stabil zu halten. Greifst mit dem Fuß leicht in die Matte und richtest die ganze Zeit weiter das Knie nach vorne aus. Lässt die Muskeln entsprechend arbeiten. Ja? Sonst wackelt dir das Knie hin und her und das wäre nicht schlimm, solange du nicht umkippst. Aber ne, versuche ein bisschen mehr in die Haltung zu kommen, dich zu positionieren, die Muskeln entsprechend einzusetzen. Du kannst auch einfach mal versuchen, am Po anzuspannen. Ja? Kommt so ein bisschen drauf an, wie die eigene Muskelstruktur ist. Welche Muskeln sind stark, welche sind schwächer? Was du dann einsetzen musst, um zu halten. Wenn du das nächste Mal gegen das vordere Bein rotiert bist, bleibst du hier, legst die gegenüberliegende Hand aufs Bein und greifst mit der gleichseitigen Hand um den Rücken herum, du bindest in der Position. Lässt den Atem fließen, ziehst dich immer weiter in die Haltung und löst schließlich langsam auf, hebst die Arme an. Wechselst, wenn du kannst, einfach über den Kniestand auf die andere Seite und fährst hier mit der Bewegung fort. Lucky hat zwar jetzt keine Lust mehr, aber wir können die Übung noch zu Ende machen, einmal ausgleichen und dann kannst du fortfahren mit anderen Videos oder in deinen Tag starten, mit oder ohne Katze. Viel Spaß! Schließlich hältst du inne, wenn du das nächste Mal gegen das vordere Bein gedreht bist und kommst wieder in diese Wickelumwicklung, in die Bindung. Mit der nächsten Ausatmung löst du. Streckst dich nochmal nach vorne und gehst dann in die Vorbeuge. Also bringst den hinteren Fuß nach vorne, kommst einatmend in die halbe Vorbeuge, lässt ausatmend nochmal Luft, wiederholst das sanft, berühre dabei mit den Händen die Beine und wechsle zwischen Vorder- und Rückseite der Unterschenkel, also Schienbein und Bein. Mit der nächsten Einatmung bewegst du dann die Arme weit.